Willkommen zurück zu Let's Play Dipper World. Wir sind, also die letzten paar Tage haben wir einen gefährlichen Weg gemacht. Wir sind mit dem Flugzeug abgestürzt. Wie ein Vogel. Und wir machen jetzt der Prophet. Ich lese das jetzt nicht vor. Manchmal könnte sowas spoilernd sein, wenn man sowas vorliest. Deswegen mache ich das jetzt so. Ja, das ist wirklich irgendwie so komisch, dieses. Ach, egal. Okay, was brauchen wir? 3, 4, 4. Was? Lustig. 3, 4 Holz. 3 Nahrung. Und 3 Stein. Okay. Jetzt haben wir noch 9. Oh Gott, das will. Nikolai Tesla, den brauchen wir immer. Nikolai. Den rüste ich jetzt immer wieder nach. Und Steine. Das ist das Einzige, was ich jetzt hoch machen werde. Steine. So. Ich kenne noch diese Mission. Deswegen sind Steine das Wichtigste, was wir im Moment brauchen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es war. Das war eine. Ich weiß nicht, Grauenhaupt-Ökolo-Mission, ich weiß es nicht. Die Maschine flog wie ein Vögelchen. Die Lenkung war sowas von leicht. Oh ja. Dabei präzise. Nur schade, dass diese dumme Sache mit dem Pteranodon passiert ist. Immerhin bin ich jetzt der erste Konstrukteur in 2 Welten, der jemals ein Einwegflugzeug konstruiert hat. Naja, so oder so. Wir haben es schließlich geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die alte Tempelanlage und den Propheten finden. Hoffentlich erwarten uns unterwegs keine unangenehmen Überraschungen. Oh, musst du das sagen? Das ist doch schon quasi der Auslöser, dass wir unangenehme Überraschungen erwarten. Okay, Mission starten. Oh, wir haben es überlebt. Die laufen aber irgendwie so ein bisschen komisch. Hi. Oh. Ich muss Sie eindringlich bitten, etwas leiser zu sein. Wir haben Brutzeit. Das war aber süß. Oh ja, na klar, Brutzeit. Tut mir leid, das passiert mir leider immer wieder. Das war gerade Ihr Saurier, oder? Vielen Dank für die Hilfe. Gern geschehen. Es freut mich, dass jemand meinen Feinden, den Seas, eine Lektion erteilt. Sie kennen die Seas? Diese What? Art von Schurken entwickelt sich leider niemals weiter. James Warden? Sie sind eine Legende. Ihre Theorien haben die Welt verändert. Tatsächlich? Phänomenal. Hätte ich zu gerne miterlebt. Wollen Sie vielleicht mit uns zu Abend essen? Sie teilen Ihr Schicksal mit unserem Freund Taslov. Sie haben Taslov? Dann ist es mir eine besondere Ehre. Ja, wir treffen alle möglichen berühmte Leute. Ist das nicht cool? Der lebt aber schick. Das muss man mal sagen. Einen so coolen Baum aus. James Ward okay. wird von wildlebenden Raubtieren nicht angegriffen. Wenn er die Stufe 2 erreicht, wirkt diese Fertigkeit auch auf verbündete Einheiten in seiner Nähe. Gut zu wissen. Euer Befehl? Das sind so viele Steine. Auch 1000 Steine, ich weiß nicht, reicht das? Könnte ein bisschen knapp werden. Ich weiß schon, wie diese Mission ab. Wozu diese Kampfmusik? Boah, ich kenne diese grauenhafte Mission. Also, hier laufen die ganze Zeit Seas patrouillieren. Diese Kampfmusik ist jetzt ein bisschen nervig, aber okay. Wir laufen die ganze Zeit Patrouillen. Was uns. Wenn die Seas uns entdecken, laufen sie. Eingegrabene Einheiten sind für Feinde unsichtbar, können aber durch eine Spezialfähigkeit aufgedeckt werden. Danke.
Diese Kampfmusik ist ein bisschen nervig. Ich meine, hier ist ja kein Kampf. Moment. Okay, Jagdgürtel, das ist Holz, ne? Ja, Sammelstelle für Holz. Und das klatschen wir. Ne, da oben nicht. Hier unten können wir das so gut reinbauen, weil hier so viel Holz liegt. Mehr oder weniger. Deswegen klatschen wir die Holzhütte dahin. Das heißt, schön Bäume holzen, ohne uns zu nerven. Was? Okay. 200 Holz, ja. Was soll ich tun? Nikolai Teslov ist unser Arbeiter. Sehr gern. James Swan, was kannst du alles? Eusmilus Zwinger? Achso. Die ist für Reiter, also das ist unser neuer Tierfreund. Spezielle Aktion 1 mit der Natur. Was macht? Ich habe eine Idee. Oh, immun gegen Tiere verursachten Schaden. Klingt gut. Holzsammler, sammelt! Aber das hier ist so eine reine Stealth-Mission. Die Seas in diesem Level sind richtig bösartig, weil sie einfach nur saumäßig stark sind. Wir haben ja schon mal Bekanntschaft mit denen gemacht, mit ihren Spinnen. Und diesmal kämpfen wir gegen die. Die patrouillieren hier einfach hier außen rum, einfach nur so. Rein zufällig patrouillieren sie auch in den Steinhaufen da, die da sind. Und das sowieso. Oh. Taurus ist unser Freund. Oh, süßes Ding. Und hier können wir Schädel farmen, wenn wir welche brauchen. Oder Fleisch. Ja, im Moment müssen wir halt nur warten. Das können wir nicht, hä? Was ist neue Gebäude? Benötigt ein Dojo. Ein Dojo. Maschinenbauer, Sägewerk, Jagdhütte, ein Dojo. Ja, dann gehen wir mal in diesen Dojo. Und das bauen wir am besten hier auf. Das passt gerade so schön. Oh, ich weiß, wir müssen hier direkt hier so eine Verteidigung bauen. Also, es gibt einen Trick hier gegen die ganzen Seas-Patrouillen. Wir schneiden ihre Patrouillen einfach ab. Und zwar mit Mauern. Wir bauen hier eine Mauer. Dann können sie ja nicht mehr hier durchgehen. Und die müssen eine andere Route einschlagen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele nicht wissen oder noch nie ausprobiert haben. Auf jeden Fall sehr hilfreich. So, dann noch das Teehaus. Ich glaube, sie patrouillieren auch hier unten. Ja, die sind schon aggressiv. Das heißt, ja, die müssen hier, dann da runter, zu diesen Steinhaufen. Hier können sie hier eigentlich auch abschneiden. Wir müssen nur hier eine Mauer bauen. Dort. Und hier unten. Dann können sie automatisch hier nicht mehr runterlaufen. Und sie müssen andere Wege nehmen. Und ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Okay, Maschinenbauer. Warten wir mit dem Maschinenbauer. Was können wir denn alles das? Maschinenbauer. Und okay, brauchen wir erstmal eine Saurierfarm. Zum besten hier oben. Ah. Ich will es gerne so aufbauen. Na gut, dann nicht. Nein. Na. No. So. Wir dürfen das ja auf keinen Fall sehen. Dojo, was können wir da bauen? Explosiv-Pfeilbauschädel. Na ja, gut. Ich glaube, wir speichern erstmal. Wenn ich Pech hat, patrouillieren sie genau hier durch.
Ich glaube nicht, dass das passiert, aber wenn wir Pech haben, passiert das. Ich weiß nicht, ob da irgendwie mal so was war. Auf jeden Fall, die Seas sind ziemlich stark. Ich glaube, der Berater sagt das auch erst, wenn wir da oben hin uns hin bewegen. Oh, ein Tor. Das ist eine Mauer. Oh Gott. Abwehrspieße. Ja, das ist richtig toll. Für eine Mauer. Ich will nicht sagen, diese Bäume stehen im Weg. Macht mal diese Bäume da weg. Einmal das. Aber ja doch. Aber ja doch. Okay, wir brauchen. Ja, ein Do. Ne, haben wir doch schon. Ich würde da gerne einen Tempel aufbauen und den Maschinenbauer. Sind wir in der hier hin? Hey, das sieht doch doof aus. Am liebsten hier unten. Ne? Ja, hier kann man das bauen. Ohne dass das so ein Schandfleck der Natur wird. Ich schweige und gehorche. Und hier baue ich den Tempel auf. Neue Ziele? Und hier sind noch genügend Steine. Ich brauche Handelszentren. Wenn das hin und her kommt mit Handelszentren, dann passt das. Dann müsste ich da oben, hier oben, nur genügend Holz platt machen, um ein Handelszentrum aufzubauen. Ich hoffe, das können wir jetzt schon bauen. Das wäre ziemlich fies, wenn nicht. Ja, was es zu tun gibt? Epochen ausbauen wir. Dafür brauchen wir, glaube ich, immer mindestens zwei für die Einheitenlimit. Zack. Nebel. Beschadliche Einheit, nicht kämpfende Einheit, tarnt eigene Einheit in der Nähe. Gut. Also ist nur für Einheit gedacht. Wir haben, glaube ich, auch Gebäude Nebeltürme. Türme. Nee, der Allosaurus ist unser Freund. Ist das nicht toll? Da bringt 6. Der bringt 40 Schädel, dieser Gigantosaurus. Nächste Aufgabe. Sie dürfen nicht entkommen. Macht den mal alle. Macht den alle. Gewinnt ihr? Bela, das schaffst du schon. Du sollst mit Bogen schießen, du bist keine Nahkampfeinheit. Du sollst mit dem Bogen schießen. Während der sich auf Bela konzentriert. Und er mir gar nicht gewinnt. James Warden, das schaffst du. Wir haben es gar nicht geschafft. Wir haben es gar nicht geschafft. Euer Befehl? Okay, du kannst den da sammeln. Und den da. Gut. Ich meine, der hat 1600 von dem. Wow, 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 wow. Krank. So, wie sieht's mit dem Holzsammlern aus? Nee. Ah, da. Den. Und den. Gut. Jo, das heißt eigentlich nur noch warten. 700 Flie. Ist er fertig mit seinem Epochenhaus? Ja. Okay. Wir bauen dort mal einfach mal eine Jagdhütte auf. Wir bauen 700 von allen. Dann brauchen wir noch so Steine. Okay. Wir könnten das jetzt auch schon mal versuchen.
speichern. Das heißt... Gott. Explosionspfeile. Nikolai. Ich weiß nicht, wie schnell die sind. Das ist die Frage. Auf jeden Fall wollen wir den Weg hier abschneiden. Das bedeutet, wir müssen... wenn wir hier rauskommen. Okay. Hier können sie nicht runter. Wir müssen hier eine Mauer bauen. Und da. Aber da sind die Bäume voll blöd im Weg. Ich weiß nicht, kann das so funktionieren wie nicht? Nee. Was gibt's zu tun? Stachelmauer. Kann das so funktionieren? Ich glaube nicht. Geh mal zu einem anderen Steinhaufen, wo ist der? Der ist dort unten. Was gibt's zu tun? Nikolai, mein Freund, du musst da runter. Ich zähle auf dich. Das hört sich gut an. Ich wünschte, der wäre getarnt. Ich hoffe, die ist ein bisschen blöde. Was ich damit meine, ich hoffe, sie hat nicht so eine hohe Sichtweite. Das wäre sau unfair irgendwie. Okay, wir warten jetzt, bis sie hier durchgelatscht sind. Und du, mein Freund, du greifst gar nicht an. Ich trau mich gar nicht weiterzulaufen. Euer Befehl? Ach, machen wir das so. Das kostet das Gebäude viel. Das kostet nicht mal Holz. So klatschen wir einfach so einen Steinmetz einfach rein. Ich will nicht noch näher ran. Okay. Wir bleiben einfach da ein bisschen stehen, bis wir hier da unten ein rotes Pünktchen sehen. Das ist alles ziemlich beunruhigend. Ich will nicht, dass wir angegriffen werden. Nein, wir können nicht kämpfen. Okay, sie müssen da kommen, der ist so komisch gezuckt. Nee. Doch, da unten. Da laufen die. Alarm! Ach, verdammte Scheiße. Mist. Das kannst du nicht ernst nehmen. Aber die haben ziemlich viel Zeit gelassen. Das heißt, wir können da eine Mauer bauen. Im umliegenden Dschungel werden sie auf Seas Einheiten treffen. Sollten die Seas sie bemerken, werden sie versuchen, ihre Basis zu alarmieren. Auch ein Angriff auf eine Seas Basis löst einen Alarm aus und warnt alle Gegner. Oh, schneller. Solange kein Alarm ausgelöst wird, greifen die Seas nicht von selbst an. Danke. Ja, das ist mir gerade bewusst geworden. Das war mir schon vor dieser Piste. Komm schon. Okay, runter. Ich hoffe, die Wegfindung von den Typen ist ein bisschen blöde. Wir müssen sie ja rein theoretisch hier unten weiterlaufen. Wir werden ja sehen, ob sie hier durchlaufen oder nicht. Indem wir einfach die Karte beobachten. So, ein Steinmetz bitte. Ah, Nikolai, ich glaube, du bist immer noch zu nah. Ich hoffe, sie laufen da nicht durch. Ihre ganze Route kaputt gemacht mit dieser einen Mauer. Denn wir müssen eine Mauer... wo ist denn da? Hier ziehen. Und da. Och, come on! Die Mauer ist doch nicht feindlich. Boah, das ist doch nicht ernst. Hahaha.
Och, komm. Das ist doch unfair. Aber so was von. Okay, bis zum nächsten Part habe ich mir was überlegt, wie wir das machen. Also bis zum nächsten Part. Ade.